In dem heutigen Video zeige ich euch Schritt für Schritt, wie den beliebten Naboo Fighter aus Star Wars in Starfleet nachbauen könnt und das ganz ohne Mods. R2-D2 ist dieses Mal in Übergröße auch dabei, denn bei Anakin seinem Starfighter darf der kleine Hosenscheißer natürlich nicht fehlen. Lasst doch ein kostenloses Abo da und schaut mal bei meinen anderen Shipbuilding-Tutorials rein, wie den Millennium Falcon oder die USS Enterprise. Legen wir los! Bevor wir loslegen, noch wichtig zu beachten, auch in diesem Video empfehle ich euch, das Schiff in eurem Außenposten zu bauen, weil wir dort bei dem Schiffsbilder Zugriff auf die meisten Schiffsmodule haben. Also meine lieben Freunde, das erste, was wir machen, ist ein Schiff klein machen und nein, auf keinen Fall die USS Enterprise, wie in dem anderen Video, sondern wir machen hier die Zumwalt dreimal platt. Dort gehen wir in den Schiffsbilder, werden alles auslöschen und wir fangen jetzt mal mit dem vorderen Teil von dem Naboo Fighter an. Wir müssen einmal zu den Strukturen und dort müssen wir ganz nach unten. Wir brauchen nämlich die Teile von Tayo, zumindest eins. Und das ist die Tayo-Verkleidung vorne. Die platzieren wir dann nochmal hier. Gut, die wird erstmal mittig ausgerichtet. Als nächstes brauchen wir dann unter Wohnmodule müssen wir dann die Hope-Tech-Kajütenleiter 1L nehmen. Die packen wir dann einmal hier hin. Und dann nehmen wir den Lagerraum, den packen wir hier hin, kopieren den und tun den hier hin. Dann müssen wir nochmal, wir bleiben nochmal unter den Wohnmodulen, dann nehmen wir noch die Daimos, auch den Lagerraum. Den platzieren wir gerade mal hier, kopiert euch den mal und platziert den anderen mal hier. Dann gehen wir wieder unter die Strukturen und holen hier den Daimos Bremsantrieb. Und den platzieren wir dann einmal hier, kopieren den und platzieren den einmal hier. Keine Sorge, so breit wird er jetzt nicht. Unter den Strukturen geht ihr mal ein bisschen bis zur Mitte und dort haben wir eins hier drunter, die Hope-Tech Buka Backboard. Den packen wir rechts, dann nehmen wir das gleiche nochmal und drücken auf Wenden und den packen wir dann hier rüber. Dann müssen wir jetzt nochmal kurz suchen. Ich suche nämlich ein ganz bestimmtes Teil. Wir können uns übrigens hier diese Nova-Verkleidung schon mal hinpacken, wenn wir sowieso gerade hier sind. Dann nehmen wir eine hier hinten, die kopieren wir und hier so ummodeln und tun die hier hin. Jetzt muss ich aber gerade nochmal nach dem bestimmten Teil suchen. Ah, hier haben wir es unten, also weiter unten. Das ist Stroud Antriebsverstrebung A. Die brauchen wir auf jeden Fall. Einmal hier hin und einmal hier hin. Dann können wir jetzt hier den Teil, zack, das müssen wir weg. Das hier dran, dann das hier. Und das hier rüber. Weiter in den Strukturen gehen wir mal ganz nach oben wieder oder teils ganz nach oben. Wir dürfen es halt nicht verpassen. Zack, zack, zack. Das ist hier das Teil. Wie nennt sich das nochmal? Daimos Kiel C vorne. Den drehen wir auf jeden Fall. Der muss hier so nach vorne gucken. Der kommt nämlich hier oben drauf. Und dann können wir nämlich auch schon mal zwei Waffen anklatschen. Dann nehmen wir den Laser Flare 15 MWIR. Und den können wir einmal hier dran. Dann kopieren wir den und tun den hier dran. So, jetzt ist wichtig, wir tun jetzt hier alles auswählen. Hier vorne den Teil. Und den ziehen wir uns gerade mal hier hin. Bleibt auch schön da, ja, wegen der Ausrichtung. Jetzt gehen wir mal hier zu den Verkleidungen. Und dort gehen wir rüber zu den Treibstoffen. Dort brauchen wir den HE Tank M30 Ulysses. Ja, ich weiß, ich kann es nach 10.000 Videos immer noch nicht aussprechen. Kein Problem. Halb so wild. Dann brauchen wir jetzt unter den Antrieben, müssen wir jetzt hier runter, den Antrieb White Wharf 1000. Den packen wir einmal hier hin. Kopieren uns das Teil, drehen das einmal und tun ihn hier hin. So, jetzt fangen wir mit den Landebucht an. Landebucht 120 LD. Ich weiß, die wird sehr oft benutzt. Hier wird ja auch wieder benutzt. Als nächstes gehen wir unter die Gravitationsantriebe. Dort nehmen wir den Gravitationsantrieb R1000 Alpha. Den platzieren wir hier. Dann müssen wir eins rüber zu den Getrieben. Dort nehmen wir hier wieder das Fahrwerk Akkulander 11. Und den müssen wir auf jeden Fall verwenden, damit das wieder so ein Allrounder wird. Ja? Dass der in alle vier Richtungen ausgerichtet ist. Und den noch einmal kopieren und dann hier hin. Dann wieder zu den Reaktoren. Und bei der USS Enterprise habe ich schon gesagt, dass ich eine Mod installiert habe. Dadurch sieht man die Namen bei den Reaktoren nicht mehr. Ist zwar blöd, aber wir nehmen den ersten C-Reaktor. Das ist ganz wichtig. Weil wir später wohl ein besseres Schild auch hier dran bauen. Der für 23.120 mit einer Masse von 85. Dann müssen wir rüber wieder zu den Antrieben. Dort nehmen wir direkt hier oben den Antrieb Armut 1. Aber auch hier gilt wieder, ihr könnt nach und nach das Schiff wieder modifizieren und verbessern, wie ihr wollt. Das ist hier alles nur ein Vorbild. Dann gehen wir zu den Strukturen rüber. Und jetzt brauchen wir wieder die Nova-Verkleidungen. Die sind hier.
Dort machen wir meine hier hin. Und dann brauchen wir hier die so. Die können wir aber gerade aus dem Menü, damit ich euch jetzt hier nicht durcheinander bringe. Die einmal hier rüber, das kopieren. Hier rüber, das kopieren. Hier rüber. Und dann in einem Stück. Ne, ihr packt die zusammen mit L1, gell? Und wir tun die so dran. Jawohl. Dann gehen wir wieder unter die Wohnmodule. Zurück, zurück, zurück. Und dort brauchen wir das Haupttag. Ich muss gerade nochmal nachschauen. Haupttag Wohnung 2L. Das heißt, wir nehmen hier die Wohnquartiere 2L. Und die platzieren wir dann hier. Dann das gleiche nochmal. Aber jetzt nehmen wir das Captain Wohnquartier für uns selber. Weil wir sind hier der Captain. Dann müssen wir wieder zu den Strukturen und wieder zu den Nova-Sachen runter. Nova-Verkleidung mittig oben 2L, die kommt dann hier hin. Und die Nova-Verkleidung oben hinten 2L, die kommt dann hier hin. Die könnt ihr euch gleich mal kopieren und platziert hier mal. Die brauchen wir nämlich auch gleich. Dann sind wir auch hier nochmal genau richtig. Wir brauchen hier von der Nova-Verkleidung Backboard mittig. Die tun wir hier, kopieren die, platzieren die hier drüben. Davon dann die hintere Version, die tun wir dann einmal hier, kopieren, hier rüber. Doch, hat geklappt, hier ist er. Einmal zack. Und weiter geht's bei den Strukturen, da gehen wir mal ganz nach unten. Dort sind die Taio Seitenkappen Backboard. Die linke, nicht hier die B, sondern die normalen. Da platzieren wir einmal hier, kopieren, platzieren hier, kopieren, platzieren hier. Und das gleiche machen wir auf der anderen Seite, einmal wenden. Und dann nochmal kopieren und dann nochmal kopieren. So, jetzt hatten wir hier unten zwei Stellen noch, das hat mir auch nicht so gefallen. Da müssen wir einmal nach oben. Zwei Stück brauche ich davon. Die Nova Schubdüsen Backboard. Das sind optische Sachen, das ist nicht notwendig, das braucht ihr nicht. Ich mache das nur, um hier diese Snap-Punkte noch wegzubekommen. Keine Ahnung, ist anscheinend irgendeine Krankheit von mir. Und einmal hier. Wunderbar. Wir bleiben unter den Strukturen und müssen dann mal wieder nach oben. Und jetzt brauchen wir hier so einen Deimos Kiel. Den Deimos Kiel B, den platzieren wir einmal hier. Jetzt kommen wir schon zu unserem Cockpit, endlich. Und dann nehmen wir das Cockpit Armstrong 10. Das platzieren wir hier. Dann wieder zu den Wohnmodulen. Und dort müssen wir jetzt auch mal wieder runter. Da brauchen wir auch wieder ein Taio Wohnmodul. Da brauchen wir das Zweier. Und ich lese euch das gleich nochmal vor. Ich suche nur gerade, weil wir nehmen das Taio Kontrollzentrum A oben 2L1B. Das kommt dann hier hin. Und dann können wir jetzt auch schon wieder hier die Verkleidung, die wir vorhin kopiert haben. Und die packen wir uns dann schön an. Und jetzt haben wir vom Naboo Fighter so schön die Spitze. Normalerweise würde ich das am liebsten noch spitzer machen. Ihr könnt euch ja nochmal die Google-Bilder angucken. Aber das geht ja leider nicht. Da sind wir leider von den Starfield-Modulen etwas begrenzt. So, jetzt brauchen wir noch den Docker. Dann nehmen wir hier den Docker Connect Pro oben. Und den platzieren wir hier. So, meine lieben Freunde, jetzt wird ein bisschen gezaubert. Vielleicht habt ihr euch schon gewundert, warum ich das Teil hier vorne gelassen habe. Wir machen jetzt Folgendes. Wir klicken das jetzt hier mal komplett in einem Stück an und machen uns das mal farblich hier parat. Ich würde aber mal sagen, wir nehmen hier sogar fast ein White-Bild. Ja, nicht ganz. Soll ein bisschen schmutzig-grau aussehen. Den Farbe 1, also die Farbe 1 bestätigen wir jetzt mal mit A. Dann passiert nämlich Folgendes. Wir machen das Gleiche nochmal. Dann ist der nämlich unten nämlich gespeichert und dann können wir jetzt einfach unter Farbe 2 und können ihn hier als zuletzt und unter Farbe 3 auch dann den zuletzt auswählen. Ja. Man kann den eventuell sogar nochmal hier an den Stellen ein bisschen heller machen, aber das ist jetzt nicht so schlimm. Die packen wir uns mal hier vorne hin und die auch. Und das gleiche machen wir jetzt hinten, aber natürlich anders da. Ich meine, wir sind ja in einer Naboo Fighter, wir sind ja schön gelb. Bei Gelb ist ein bisschen so eine Sache, weil ich benutze nämlich so Farbfilter, so starke Farbfilter. Deswegen sieht das bei mir immer ein bisschen greller aus als bei euch. Da müsst ihr euch dann mal ein bisschen zurechtfinden. Ihr seht schon, bei mir geht das so in dieses Neongelb. Ich brauche da mal ein bisschen länger mit dem Anpassen. Weil ich suche ja dann eher so, ja, Naboo-Fighter-technisch so ein mattes Gelb. Ich gucke hier oben nochmal. Da tue ich mir aber jetzt keinen Beinbruch. Gell? Das könnt ihr ja dann auch wieder separat für euch dann perfekt anpassen. Ich bleibe mal bei denen, den speichere ich jetzt mal. Dann mache ich das gleich nochmal. Ups, jetzt habe ich ein Teilmodul angeklickt.
wieder in die Farbe. Jetzt ist die nämlich unten als zuletzt ganz links. Dann gehe ich mit der Farbe 2. Tue den hier auch noch rein. Mit der Farbe 3. Tue den auch noch rein. Und dann habe ich den jetzt hinten so gelblich. Ja, weiß ich nicht, ob ich den später nochmal in Ruhe nochmal besser anpasse für das Video. Weil, ja, so ganz gefällt mir das jetzt nicht. Und das gleiche müssen wir nochmal hier hinten auch nochmal machen. Jetzt können wir das ganze Teil hier nähen. Und packen den hier hin. Dann nehmen wir hier unten das Teil. Und packen das da dran. Und hier das Teil nehmen wir hier dran. Das sieht schon geil aus. Ihr seht jetzt, wenn das so in einem Stück ist, das hat schon was. Ich meine, das Spiel ist halt nicht dafür gedacht gewesen, dass wir irgendwie kleine Jäger bauen, sondern unser Schiff soll ja immer unser eigenes Zuhause sein. Deswegen können wir den Naboo-Fighter nun mal nicht kleiner bauen. Aber ich finde diesen Bild halt schon extra nice. Da habe ich mir echt Mühe gegeben. Und dann machen wir noch ganz schnell die Bewaffnung fertig, weil uns fehlt ja noch was. Wir haben am Anfang nur die Laser gemacht. Dann nehmen wir mal die Raketenwerfer CE-09. Die platzieren wir einmal hier unten. Einmal kopieren, das gleiche auf der anderen Seite. Zack, zack. Dann gehen wir nach ganz oben, nehmen hier die Kanone KI-20. Wenn ich sie denn kriege, jawohl. Und die packen wir dann hier runter. Und die kopieren wir uns entweder oder nehmen sie wieder aus dem Menü, was er schneller hinbekommt. Zack, zack. Dann gehen wir jetzt unter Test und tun noch die Waffen zuweisen. Erste ist Laser. Zweite ist natürlich die Kanone und drittes die Raketenwerfer. Dann können wir unten noch das Schiff umbenennen. Und da machen wir natürlich nur eins. Das ist natürlich der Naboo Star IR. Dann habe ich noch eine kleine Überraschung für euch. Ihr müsst mit dem Schiff noch nach New Atlantis fliegen und geht hier nochmal zum Techniker. Und dort gehen wir auch hier nochmal in den Schiffsbilder, weil wir sind jetzt nicht mehr im Außenposten. Es geht aber um bestimmte Schilde, die wir jetzt brauchen. Die seltsamerweise im Außenposten nicht angezeigt werden, was ich sehr, sehr blöd finde, aber es ist halt ein sehr schönes Gimmick. Ich zeige euch jetzt auch warum. Wir nehmen den Schildgenerator Odin 3030C. Den platzieren wir einmal hier. Zack. Übrigens ist das Schiff dann jetzt nominal und wir haben ein Schild, also wir können das jetzt auch perfekt nutzen. Aber das kleine Gimmick, was ich euch jetzt zeigen wollte, wir gehen mal hier auf den Schildgenerator, gehen auf Farbe und gehen mal nach ganz rechts. Hier zu dem blauen Dunkeln. Gehen mal hier so hin. Und dann schauen wir mal. Und ich glaube, ihr wisst ganz genau, was ich jetzt hier vorhabe. Ja, ich fühle es auch, Leute. Ich fühle es auch. Als Star Wars-Fan fühle ich das sowieso. Dann bestätigen wir jetzt nochmal, dass die Farbe gespeichert ist. Gehen unter Farbe 2. Nehmen das hier nochmal. Und unter Farbe 3 auch nochmal. Und zack, meine lieben Freunde, haben wir einfach R2-D2 auf unserem Naboo-Fighter sitzen. Falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch einen Like da und schreibt mir, welches Schiff ich als nächstes bauen soll. Und jetzt noch der Takeoff.